der Spezialpreis für Arno Wittmann. Und aus der Jury für die Laudatio darf ich jetzt Professor Herbert Prantl auf die Bühne bitten. Liebe Freundinnen und Freunde der Aufklärung, lieber Arno Wittmann, 12% Schokolade, 41% Karamell, 37% Nuss-Nougat-Creme und in der Mitte sitzt ein Haselnusskern. Das ist nicht das Ergebnis einer ärztlichen Untersuchung der Journalisten Arno Wittmann, aber womöglich würde ihr eine Selbstbeschreibung so beginnen. 12% Schokolade, 41% Karamell, 37% Nuss-Nougat-Creme. Es handelt sich um die Ingredienzien einer Praline des deutschen Süßwarenherstellers Stork, die seit 1973 verkauft wird. Sie heißt Toffifee, ist aber womöglich Arno Wittmann in Fleisch und Blut übergegangen. Damals in Toffifees Erstverkaufsjahr war Arno Wittmann gerade 27 Jahre alt. 6 Jahre später wurde der studierte Philosoph Gründungsmitherausgeber der Taz. Der Einfluss von reich und nachhaltigem Genuss von Toffifee-Stücken auf den Journalismus ist meines Wissens noch nicht untersucht worden. Eine solche nahrungsmittelphilosophische Grundlagenarbeit wäre aber lohnend, denn in der Taz, bei der Wittmann viele kluge Jahre verbracht hat, gehörte dieses Toffifee zu den Hauptgenussmitteln. Es wird kolportiert, dass Wittmann selbst in der Zeit, als er dort Chefredakteur war, in die Redaktion nur deswegen ging, um die Toffifees abzugreifen und diese dann im Café Adler ein paar Schritt vom Checkpoint Charlie entfernt seinem eigentlichen Arbeitsort zu verzehren und so dann gesüßt und genährt die Welt zu betrachten. Es wäre aber falsch oder jedenfalls unzureichend, Arno Wittmann lediglich als Weltbetrachter und Welterklärer zu bezeichnen. Arno Wittmann ist ein Weltenbetrachter und Weltenerklärer. Er ist einer, der in der literarischen Welt zu Hause ist und von diesem Zuhause aus in andere Welten aufbricht und sie erkundet. In die Geschichte, in die Physik, in die Astronomie, die Astrophysik, die Philosophie, die Welt der Frauen, der Theologie, der Malerei und der Mode und in die Politik natürlich, in deren Erklärung all sein Weltenwissen einfließt. Christian Bomarius hat Arno Wittmann zum 70. Geburtstag einen der klügsten, gebildetsten und scharfsinnigsten Journalisten der Republik genannt. Und Christian weiß das nicht nur deswegen, weil er in der Dumont-Redaktionsgemeinschaft seit Jahren mit ihm zusammenarbeitet. Arno Wittmann ist ein Alpha-Journalist. Ein Alpha-Journalist ist nicht einer, der als Chefredakteur herumthront und herumturnt. Chefredakteur war Wittmann auch, oft genug, lang genug. Aber er war es nicht deswegen, um Eitelkeiten zu befriedigen, sondern um sich nicht mit mediokeren Chefredakteuren herumärgern zu müssen. Wittmann braucht keine Epauletten. Er hat ja die Toffifees und einen funkelnd anarchischen Geist. Anarchisch deswegen, weil er sich nicht fesseln lässt von einer Ideologie oder einer politischen Theorie und schon gar nicht von einem Verlag oder von einer Redaktion. Wittmann ist ein freier Geist und der mit dieser Freiheit die chaotische Wirklichkeit analysiert. Und er tut dies auf eine ganz vertrackte Weise. Er pflastert den Weg zur Aufklärung mit Fragen. Ein Alpha-Journalist ist er aber nicht deswegen, das macht ihn eher zu einem untypischen Journalisten. Ein Alpha-Journalist ist er, weil er ein Echtzeitjournalist schon war, bevor dieses Wort als Synonym für den Internetjournalismus erfunden wurde. Wittmann brauchte und braucht kein Internet, um schnell zu sein. Wenn etwas Spektakuläres passiert, dann setzt er sich hin und schreibt, so schnell und so luzide und so klar, wie das nur wenige können. Ein besonderes Beispiel dafür ist ein am Abend des 19. September 2005 entstandenes Stück
am Abend nach der Bundestagswahl, die Gerhard Schröder gegen Angela Merkel verlor. Als Arno Wittmann sich wohl noch während der berühmt-berüchtigten Berliner Runde an Schreiben machte über Schröder im Rausch und mit der Titelfrage, war Schröder ernsthaft verrückt oder war er verrückt vor Freude? In der Berliner Zeitung hat er die Frage fulminant beantwortet. Wittmann ist ein echter 68er. Außerdem ein leidenschaftlicher Viel- und Allesleser, ergo ein ziemlich gelehrtes Haus. Was ihn jedoch von anderen gelehrten Häusern unterscheidet, ist seine geradezu unerhörte Respektlosigkeit gegenüber fast allen, die sich für Autoritäten halten. Das begann schon ziemlich früh, in den 68ern halt. Es wird erzählt, Wittmann habe einst, als er bei Adorno studierte, in einem Seminar Adornos über Hegels die Wissenschaft der Logik gesessen. Bei Hegels ontologisch-metaphysischer Logik handelt es sich um den wahrscheinlich kompliziertesten Text der gesamten abendländischen Philosophiegeschichte. Arno Wittmann soll, unbeeindruckt von der Wirkungsgeschichte des Werkes, die in die Frankfurter Schule die philosophische Hermeneutik und bis zu Sören Kierkegaard reicht, vorgeschlagen haben, man solle doch stattdessen einfach Mao Zedong lesen. Es ging ja damals der Spruch, dass es genüge, auf dem Weg zur Erkenntnis einige Sentenzen aus der kleinen roten Mao-Bibel auswendig zu lernen. Die Fassungslosigkeit auf dem Gesicht von Adorno vermag man sich kaum auszumalen. Die Frechheit Wittmanns, einen so absurd provokanten Vorschlag zu machen, kann ich mir gut vorstellen. Wittmann macht Sachen, die sich andere nicht trauen. Er hat in der Taz, als alle anderen deutschen Zeitungen und Verlage aus Angst gekniffen haben, auf Seite 1 Auszüge aus den satanischen Versen von Salman Rushdie drucken lassen, sodass sich das deutsche Publikum überhaupt erstmals ein Bild machen konnte, was es mit dem Roman auf sich hatte. Das war am 22. Februar 1989. Arno Wittmann wusste, wie terroristisch Politik sein kann, wie furchtbar sie sich hier mittels der Fatwa über Rushdie entladen hatte. Und er hatte keine Lust, Angst zu haben. Arno Wittmann ist ein furchtloser Journalist. Das macht ihn zum Alpha-Journalisten. Er war einer der ersten, der in Deutschland dem Islamismus Widerstand geleistet hat. Und er war einer der ersten, der merkte, dass die deutsche Wiedervereinigung ansteht. Eines Tages, wir haben es im Film gesehen, ging er vom Café Adler, wo er täglich logierte, zusammen mit Pascha Mika und George Hatornow und einer Flasche Sekt zu den Fopos hinüber, um sie auf ein Glas einzuladen. Die Fopos lehnten dankbar ab. Arno kehrte zurück ins Café, ein Pressefotograf lichtete ihn ab, als den ersten Ossi, der glücklich lächelnd in den Westen gelangte. Das Foto, so berichtet Thierry Chavel, ging durch die Weltpresse. Arno Wittmann aber ging zur deutschen Vogue. Als Textchef, als stellvertretender Chefredakteur, ging zu einer international verbreiteten Frauenzeitschrift, die einen starken Einfluss auf die weltweite Mode hat. So etwas gehört zu den Unberechenbarkeiten von Arno Wittmann. Und damals las man dann in der deutschen Vogue Texte von Wittmann, wie man sie dort niemals wieder lesen konnte. Er reiste nach St. Petersburg, um dort zusammen mit dem Model Carla Bruni die russische Seele zu erforschen. Bürgermeister in St. Petersburg war damals Anatoli Sobtschak, der Ziehvater von Putin und Medvedev. Und Arno Wittmann hat das alles ganz wunderbar beschrieben. Wittmann schreibt über St. Petersburg, über den Winterpalast, über seine Sammlungen und über ein Russland im Aufbruch. Wie ein journalistischer Gott. Neben den Bildbeschreibungen der Garderobe von Carla Bruni, großzügig geschnittener Steppmantel von Saint Laurent, mit Revier aus Lammfell und was halt so in Modezeitschriften steht, finden sich folgende Beschreibungen aus den Gemäldesammlungen. Es gibt wohl nur wenige Orte auf der Welt, an denen Schönheit eine solche Rolle spielt wie hier. Wer hat je Taft und Seide so verherrlicht wie Antonis van Dyck?
Wer hat die Vergnügungen der Aristokratie zarter geschildert als Watteau? Es gibt tausend und eine Weisen, die Schönheit zu beschreiben. Und man kann sie alle sehen in der Eremitage, im Winterpalast des Zaren. Aber, so weiß Arno Wittmann, auch die Geschichte des Schönen ist eine von Blut und Unterwerfung, von Erniedrigungen und Beleidigungen. Und dann endet die wunderbare Reportage mit einer Schilderung aus Zarskoje Selo, der Sommerresidenz des Zaren. Der Schluss lautet wie folgt. Ein sanfter Hügel in sattem Grün, hinter einem in leicht dunstigem Licht liegenden See, unter einem blauen Himmel aus blauer Seide, vor dem leichte, ein wenig verzupfte Zirruswolken fliegen. Dagegen kommt kein Geld an, auch keine Kunst. Dagegen kommt kein Geld an und auch keine Kunst. Eine große Verbeugung vor einem großen Kollegen. Herzlichen Glückwunsch, Arno Wittmann. Der Spezialpreis für Arno Wittmann. Kommen Sie zu uns. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Arno Wittmann. Haben wir da nicht wunderbares Archivmaterial zusammengetragen? Unter großer Hilfe von Sonja Mickig, habe ich gerade gehört. Ah ja, ist der Wahn. Ich habe die meisten Sachen nicht mehr gekannt und mich auch nicht. Was da jetzt nicht vorkam und was auch in den offiziellen Lebensläufen immer wieder unterschlagen wird, ist, dass Sie eine doch sehr enge Beziehung zu IG Metall hatten als Student, oder? Ja, ich war in dem, also beim Vorstand der IG Metall in Frankfurt, war ich ein paar Jahre lang Pressesprecher. Und die suchten, also als studentische Vertretung, die suchten richtige Pressesprecher, also Leute, die Mitglieder der IG Metall waren, die SPD waren. Der eine musste CDU sein von den dreien. Und das war schwierig, die zu finden. Und da, sodass ich 2,5 Jahre da erst, ich glaube erst der erste, dann der zweite und dann der dritte Presse. Ich weiß, die Reihenfolge weiß ich nicht mehr. Ich habe immer dasselbe gemacht und auch immer nur dasselbe bekommen. Das Gehalt hat sich nicht geändert. Aber ich war dann mal der erste Pressesprecher. Also ich komme gewissermaßen von der anderen Seite der Presse her dann zu diesem kritischen Journalismus, weil das war natürlich nicht gefragt in der Rolle des Pressesprechers. Sie haben dann die Seiten gewechselt und sind zur Vogue gegangen, vorher zur Taz. Ja, während Ihrer Taz-Zeit haben Sie ja so einige Großtaten vollbracht. Sie druckten, wie wir gerade schon von Herbert Prantl gehört haben, kurz nach der Fatwa gegen Salman Rushdie Auszüge aus den satanischen Versen auf der ersten Seite. Sie haben auch eine unvergessene Dichter-Taz zur Buchmesse initiiert. Da kamen also wirklich die namhaften deutschsprachigen Schriftsteller alle zusammen und haben tatsächlich es geschafft, ein Blatt zu machen. Das hat geklappt. Das war so, ich bin ja faul und hatte dann Gabriele Göttle gebeten, das zu organisieren. Und Gabriele Göttle ist eine Kollegin, die der eine oder andere vielleicht kennt, die ist total hemmungslos. Die hat also auch an Beckett einen Brief geschrieben und Beckett schrieb, liebes Herr Göttle, als Antwort.
Die hebt alles auf und hat auch das noch. Ja, da waren also die Elfriede Jelinek war dabei, spätere Nobelpreisträgerin. Es waren Heiner Müller. Ja, Heiner Müller und Meyer. Und es war eine sehr, sehr, also es gab zum Beispiel eine Diskussion. Mein Sohn war auch dabei, der hat damals die Getränke für Heiner Müller, der sonst das nicht überlebt hätte, beschafft. Es gab eine sehr hübsche Auseinandersetzung, nämlich wir sagten, wir machen einen Fortsetzungsroman. Und dann meinte Enzensberger, der auch dabei war, meinte, ja, da müssen dann die Übergänge bearbeitet werden. Und Heiner Müller schlug die Hände über dem Kopf zusammen, was, Übergänge bearbeiten? Nein, das muss nebeneinander stehen. Da habe ich viel gelernt über unterschiedliche Autoren, wie man mit Texten umgeht. Ja, von der Taz sind Sie Anfang der 90er dann zur Vogue gegangen, wo Sie diese wunderbaren Texte nicht nur über Russland geschrieben haben. Wie kommt man von der... Darf ich dazu was sagen? Das war, ich habe an einem Freitag bei der Taz aufgehört und am Montag bei der Vogue begonnen und habe das Zehnfache von dem verdient, was ich bei der Taz hatte. Da sehen Sie schon ein starkes Motiv. Genau, mehr müssen Sie eigentlich gar nicht erklären. Außer dem Gehalt und den vielen schönen Models, was war sonst noch anders? Nein, nein, Sie haben keine Ahnung von dem Leben in einem Modemagazin. Schöne Models kommen dort nicht vor. Was war das Foto mit Carla Bruni da gerade dann? Ja, die schönere war Helena, aber die haben Sie uns ja nicht gezeigt. Nein, das war halt eine Reise, aber der normale Modejournalist sitzt in seinem Kämmerchen. Jedenfalls war das damals noch Kämmerchen, vielleicht sind es inzwischen alles Großraumbüros, und schreibt da seine Sachen. Und dann wird er ab und zu eingeladen, also unsere Beautyfrau, ich habe das Wort nicht vergessen, Beautyfrau, die wurde dann von irgendeiner Firma eingeladen, die einen neuen Duft vorstellte, und war dann eine von 30 Leuten, die für 4-5 Tage nach Istanbul eingeladen wurden, um dort in einem 5-Sterne-Hotel diesen neuen Duft vorgeführt zu bekommen. Kritische Presse. Sie können sich vorstellen, wie die Artikel über diese Parfums anschließend aussehen. Wie lange waren Sie dann da? Wann haben Sie dann wieder? 2,5 Jahre etwa. Es hat mir großes Vergnügen gemacht. Wenn Sie heute auf die journalistische Landschaft in Deutschland schauen, von Ihren Anfängen her, wie hat sich das bis heute nach Ihrer Ansicht verändert? Wo sind die stärksten Veränderungen? Also Karl-Heinz Ruch von der Taz ist hier. Es geht jetzt allen so, wie es der Taz früher ging. Insofern, also Meli Kiak hat gesagt, für sie hat sich eigentlich wenig geändert. Ich glaube, für den normalen Tatzler hat sich auch wenig geändert. Es ist nur dieses, hochverehrter Herr Brandl, ich nehme an, die Situation in der Süddeutschen hat sich radikal geändert gegenüber früher. Aber es gibt Bereiche des Journalismus. Ich glaube, dazu gehört auch der Hochglanzjournalismus, die von den Krisen wenig berührt sind. Wobei ich das Letzte nicht wirklich weiß. Das ist nur mein Eindruck, wenn ich so die Dicke und damit die Anzeigenfülle in der Hand halte. Vielen herzlichen Dank, Arno Wittmann. Ich habe zu danken.